Die Hidaya, die Rechtleitung, liegt sowieso in den Händen von Allah Ta'ala. Aber wir müssen die Asbab in Anspruch nehmen. Wir müssen auch etwas tun und versuchen, das, was in unserer Macht steht, zu tun. Deswegen stärke bereits im frühen Alter die Bindung deiner Kinder zum Koran. Ich bin sogar dafür, während der Schwangerschaft und nach der Geburt vermehrt den Koran laufen zu lassen, sodass das Kind ständig die Worte Allahs hört. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Heile dich mit dem Koran. Und ja, der Koran ist das beste Heilmittel. Und zwar ein wirkliches Heilmittel gegen Krankheiten.